ProSieben Newstime. Die zuletzt steigenden Corona-Infektionen in Deutschland sind für das Robert-Koch-Institut beunruhigend. Landesweit stecken sich laut RKI wieder mehr Menschen an. Im Fall der seit 13 Jahren verschwundenen Maddie McCann durchsucht die Polizei in Hannover eine Kleingartenanlage. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem deutschen Verdächtigen Christian B. Mehr um 18 Uhr in Newstime.